Ja, hallo, grüß euch. Es tut mir leid. Ich versuche, also ich möchte ja wirklich, dass ihr mich ernst nehmt. Und das ist jetzt im Augenblick gar nicht so einfach, weil ich platze ja jetzt schon wieder vor Lachen. Es ist wirklich schwer, jetzt über das zu reden, was ich reden möchte und dabei eine halbwegs ernste Miene aufzusetzen, was nicht sehr leicht ist. Es ging um die Frage, gibt es Außerirdische? Das ist für einige Wissenschaftler eine ernstzunehmende Frage. Und natürlich gibt es sie nicht. Das sind sich mittlerweile doch, ja, doch einige Wissenschaftler halten es für möglich, aber eigentlich nein. Die Frage ist wirklich, ob es angesichts des riesengroßen Universums und der anderen Universen, die es ja so überall gibt, das ist mittlerweile schon gar keine, das ist unbestritten. Da ist natürlich die Frage, das liegt natürlich auf der Hand, dass da die Erde der einzige wirkliche Planet ist, der intelligentes Leben, nämlich wir, auf die hervorbringt. Das Ganze ist, wenn du dir das unter dem Aspekt einer Drehzahl ansiehst, so absurd und so lächerlich, dass du dich einfach nicht mehr an dich halten kannst. Des Weiteren hörte ich heute, dass der Vatikan ganz oben, ganz vorneweg ist bei der Spurensuche im Weltall nach intelligentem Leben. Der Vatikan möchte nicht zurückstehen. Er möchte als erstes wissen, ob es intelligentes Leben, sagen wir mal so, ob die Menschen auf intelligentes Leben gestoßen sind. Denn wenn sie es sind, brauchen sie eine Reihe von stichhaltigen Argumenten. Ich versuche es wirklich. Eine Reihe von stichhaltigen Argumenten, um den Menschen zu erklären, dass es trotz der Tatsache, dass es außerirdisches Leben gibt, natürlich gibt es das, trotzdem unsere Theorie, wie das im Leben auf der, wie im Leben, das Leben so entstanden sein konnte, und das ist ja nur der Gott der Allmächtige ist und nur die Mutter Maria ist, die nur von Jesus Christus mit Jesus Christus schwanger ist und nur Jesus Christus das Heil der Welt in den Händen hat, wie sie das den Menschen erklären wollen. Trotz der Tatsache, dass es nun wirklich so viele Lebensformen gibt, dass unsere Theorie, die wir da mal auf die Beine gestellt haben, aus einem relativ niedrigen Bewusstsein heraus geradezu lächerlich ist. Trotz der Theorie, die wir da aufgestellt haben, die angesichts dessen, was alles noch möglich ist, lächerlich ist. Und das ist etwas, worauf sich der Vatikan sehr vorbereiten muss. Und nicht nur der Vatikan, auch die Wissenschaft. Denn dass, sagen wir mal, jemand wie zum Beispiel Erich von Däniken jetzt, der damals das Buch geschrieben hat, Erinnerungen an die Zukunft. Und da lag ja nun, die Beweisführung war ja eigentlich messerscharf. Da lag ja nun der Verdacht nahe, dass offenkundig die recht dumme, also taube Menschheit, die noch sehr an dem Zustand behaftet war, mehr oder weniger auf Bäumen zu hausen und als Höhlenmenschen durch die Gegend zu ziehen, dann Besuch bekam von Menschen, die sie, oder meinetwegen auch Außerirdischen, die sie anleiteten, wie man es ein bisschen besser machen könnte. Je nach Bewusstseinsgrad, den die Menschen damals schon hatten. Es ist gar nicht so einfach, einem Dreijährigen zu erklären, dass es auch noch etwas ganz anderes gibt als nur seine Sandküchchens, Küchleins. Ja, dass es irgendwann dass er irgendwann in einer Welt lebt, in der er nicht an Sand, also daran denkt, wie es toll es ist, aus Sand Sandkuchen zu backen, sondern dass es auch etwas anderes gibt, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder zur Schule zu gehen oder sich mit Freunden in der Disco zu treffen. Für einen Dreijährigen ist das absurd. Und das ist etwas, das die Menschheit nicht begreift, dass alles, was uns passiert, eine Frage des Bewusstseins ist. Dass die Menschheit das von weit von sich weiß und allen Ernstes glaubt, dass sie mit dem paar Krümel, die wir da zusammengefegt haben, jetzt die ganze Weisheit mit Löffeln gefressen haben, zu meinen, zu glauben, ist geradezu bescheuert. Und es ist auch lächerlich. Und es wird auch, dass dieses Weltbild zerplatzt. Es ist eigentlich so ähnlich wie dass das Zeitalter der Romanik oder des Barocks anschließend von der Renaissance abgelöst worden ist. Irgendwann war das, was uns erzählt worden ist, nicht mehr stichhaltig genug. Und vor diesem Tag, pardon, vor diesem Tag, dass die Menschen das begreifen, fürchten sich viele. Mit dem, was ich sage, habe ich nicht bloß die Religionsgemeinschaften, die Politik,
die Astronomie, die Astrologie, die ganze Wissenschaft, das gesellschaftliche Leben, die ganze Society gegen mich. Ich habe das gesamte Weltbild, aus dem wir kommen, gegen mich, die alle etwas anderes behaupten und das durch Fakten auch belegt haben, zu glauben, dass sie glauben, das durch Fakten belegt zu haben. Eine Wissenschaftlerin hat einmal gesagt, also für die Theorien, zum Beispiel von Erich von Däniken oder so etwas, dafür gibt es ja gar keine Beweise. Und weil es dafür keine Beweise gibt, ja, dann gibt es das auch nicht. Und ich bin Wissenschaftlerin. Ja. Diese dumme Gans denkt es wirklich. Wobei sie die Tatsache unter den Tisch fegt, dass immer, wenn ein Beweis auftaucht für eine völlig, die, ein Beweis dafür auftaucht, dass eine andere Theorie wahrscheinlicher ist, dass eine dann schnell von anderen verkrümelt wird. Aber sowas von fix. Damit nur ja keine falschen Gedanken auftauchen. Und hier komme ich wirklich ins Spiel. Also mit dem, also entschuldige bitte, aber es ist mein Leben. Es ist mein Leben. Und ich bestimme in meinem Leben, was ich gelten lassen will und was nicht. Und wenn mich irgendjemand dazu bringen will, dass ich jemals einen Krieg für gut heißen soll, ja dann zum Teufel damit mit seinen Fakten und Beweisen. Und das kann sehr schnell gehen. Es ist für uns deshalb so notwendig, zu begreifen, was wir hier genau tun, damit wir nicht länger den Hampelmann für irgendetwas anderes sind. Ich habe gerade eine Reihe, eine Phalanx also von Astrologen, von Wissenschaftlern, von auch Kirchenvertretern und so weiter gehört, die allesamt sich in ihrer Rolle ganz toll fühlten und ein dummes Geschwätz nach dem anderen von sich gaben. Dabei ist die Wahrheit liegt auf der Hand. Es ist die eigene Drehgeschwindigkeit, die mir erlaubt, etwas zu sehen und etwas zu anderen anzuerkennen und etwas anderes nicht. Und das, was uns so so glaubhaft erschien uns so deshalb glaubhaft, weil wir die gleiche Drehgeschwindigkeit hatten. Deshalb ist das ja nicht falsch. Ich muss nur ein entsprechend niedriges Bewusstsein haben, um das für wahr zu halten. Und wer will das? Wer bitte will das? Ich kann doch nicht ewig 2 oder 3 Jahre alt bleiben, nur weil meine Eltern das toll finden würden. Ich kann doch nicht ewig in meinem Kinderbettchen schlafen, nur weil mein Vati oder meine Mutti sich weigern anzuerkennen, dass ihr kleines Kind aber auch mal irgendwann älter wird. Meine Eltern waren ja auch nicht so, aber bei anderen scheint es so zu sein. Und was unsere Wissenschaft angeht, die ist genau so. Die wünscht ja, dass ihr bitte immer bei dem angestammten Glauben, also bei dem angestammten Glauben bleibt. Wobei sie es euch als Wissenschaft verkaufen. Aber an die müsst ihr natürlich, das müsst ihr auch verstehen. Und wenn ihr das noch nicht versteht, weil die berechnungskompliziert sind, das macht doch nichts. Du musst es uns ja nur glauben, denn wir haben es ja für dich berechnet. Ja, das ist ein stichhaltiges Argument. Ja, das sehe ich ein. Weil ich zu blöd bin, um die ganzen Berechnungen da zu verstehen, muss ich es also glauben, was wird die mir erzählen. Ist das euer Ernst? Darf ich fragen, ob ihr bei denen, die das für ernst, die das jetzt ernsthaft glauben, ist bei dir sonst ansonsten gesundheitlich alles in Ordnung? Du musst verstehen, dass dein Wille in deinem Leben absolute Priorität hat. Ich habe früher Stephen Hawking verehrt und ich war wahrscheinlich, ich tue es auch heute noch. Ich finde ihn wirklich großartig und bei aller Liebe, bei allem Respekt vor seinem Leben. Er hat damals gesagt, sucht bloß nicht nach außerirdischem Leben, denn wenn ihr welches findet, dann wird es wahrscheinlich so ausgehen, wie das mit den Indianern war, als die Europäer sie mal kurz besucht hatten. Wenig später gab es sehr wenige Indianer. Da waren also nicht immer allzu viele Indianer zu finden. Das ist für die Eingeborenen damals nicht gut ausgegangen. Als sie Bekanntschaft mit den Europäern gemacht haben. Andererseits präsentierten die Europäer, so grausam, so brutal und so gemein und so verschlagen sie auch waren, ein anderes und fortschrittlicheres Denken. Das taten sie.
trotz ihrem Kampf damit mit Religion und Wissenschaft und tralala und irgendwie, ja. Und außerdem, die hatten Gold, wir hatten keins und wir wollten es. Und wir hatten halt die besseren Waffen. Tja, das war's. Aber so verändert sich eine Kultur nun einmal, das tut sie andauernd. Und alles, was dem alten Weltbild nicht mehr entspricht, wird verschwinden. Und diesen mystischen Glauben hatten früher auch schon die Präsidenten der Vereinigten Staaten. Wenn du mir das nicht glaubst, dann guck dir mal die Vorderseite oder Rückseite eines Dollarscheins an. Dieses komische, diese Pyramide und dann irgendwelches so mystische Zeichen und so etwas. Was hast du denn gedacht, aus welchem Grund das da so aussieht? Damals haben die Menschen irgendwie versucht, eine Verbindung zu schaffen zu einer Art Unsterblichkeit oder so etwas. Und das wurde dann durch solche mystischen Zeiten für sie da irgendwie symbolisiert. Und sie glaubten an diesen ganzen Unsinn. Was ist Unsinn? Sie glaubten daran noch. Aber es waren nicht die Dollarzeichen, es war auch nicht diese Zeichnung da im Hintergrund, die Dollar so stabil machte, sondern weil alle Menschen dran glaubte und es so auch für wahr hielt. Wir alle denken an etwas und halten ein System aufrecht, in dem Streben, dieses System aufrechtzuerhalten. Aber es gibt nun mal viel zu viele Erscheinungen, oder besser gesagt, es gibt viel zu viele Ereignisse in unserem Leben, die uns dämmern lässt, dass das so nicht weitergehen kann. Und es wird auch nicht so weitergehen. Weil wir nun mal nicht ewig und 3 Tage ein Kind in einem Kinderbettchen gefangen halten lassen können. Das funktioniert nicht mehr. Es gab's einmal. Also unsere Wissenschaftler und unsere, sagen wir mal, Pastoren, Pastorinnen, wie auch immer, unsere Vordenker und was weiß ich, so nervös macht, ist, dass sie um ihre alleinige Stellung oder als die Präsentanten der allgemeinen vorherrschenden Leitkultur, Leitwahrheit sozusagen davor stehen auf einmal. Auf einmal dämmert ihnen, dass die meisten Menschen sie nicht mehr so sehen wollen. Und das macht sie ganz schön nervös. Sogar sehr nervös. Denn auf einmal stellen sie fest, dass sie auf sich selbst reduziert sind. Und was bleibt dann von dem ganzen Gefasel, was die anderen erzählt haben, noch übrig? Verdammt wenig. Die eigene Drehzahl muss von einem Menschen selbst immer erhöht werden, sonst bist du wirklich dem ganzen Gekaule hier wirklich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Natürlich gab es Außerirdische schon früher, schon seit 4.000, 5.000 Jahren. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann guck in der, dann organisier in der Bibel oder Google es, der Prophet Hesekiel, der gleich der erste Absatz. Was du da liest, ist exakt die Beschreibung eines Raumschiffs. Für jemanden, der noch nie ein Raumschiff gesehen hat. Lies dir das doch mal ein. Lies dir das mal durch. Was siehst du da? Wie beschreibt er es denn? Dieser Hesekiel vor 5.000 oder 6.000 Jahren. Was sagt er denn da? Er sagt, dass er da Götter gesehen hat und die hatten dann irgendwie, die fuhren irgendwie auf Rollen und die konnten sich vorwärts und rückwärts bewegen, ohne sich umzudrehen und konnten nach links und nach rechts drehen. Das ist alles genau das, was wir auf dem Mars hinschicken. Was er da beschreibt, ist das, was wir heute tatsächlich in der Technologie nachbauen. Und die so vehement abstreiten, nein, es gibt kein außerirdisches Leben, es gibt keine Raumschiffe aus der anderen Welt, übersehen die Kleinigkeit dabei, dass wir gerade dabei sind, irgendwelche Space Shuttles in den Raum zu schießen. Und da sollen wir die Einzigen sein, die nicht auf diesen Gedanken kommen? Das ist doch lächerlich. Noch viel lächerlicher aber ist, dass die Menschen noch nicht darauf gekommen sind, dass es einen einzigen Gott dann offenkundig gar nicht geben kann. Dass offenkundig unsere Weltbilder zerspringen. Bevor wir alle solche Angst hatten, war die Tatsache, dass wir geglaubt haben, nur weil wir auf einmal erkennen oder unsere Allgewalt, unsere Allmacht erkennen, bricht deshalb unser ganzes konformes Leben zusammen. Das ist doch Unsinn. Jeder wird weitermachen wie bisher, nur diesmal wahrt er seine Rechte. Und zwar für sich selbst. Und diesmal übertritt er nicht die Rechte der anderen.
Obwohl er weiterhin seine Bücher verkauft oder sein Gemüse abwiegt oder weiterhin, was weiß ich, sein Schrott irgendwie verscherbelt oder wie auch immer. Also, wenn jemand Schrotthändler ist, dann das, also sein, keine Ahnung, Eisen oder was weiß ich da so wieder verkauft und so weiter. Es wird trotzdem gehandelt werden. Ja, gehandelt, aber kein Handelskrieg. Und so wie Menschen herausbekommen, dass es an ihrer eigenen Drehzahl liegt, ob sie fair bezahlt werden oder nicht, wird sich das ganze Leben, was wir hier führen, einpendeln auf ein sehr, sehr erträgliches Maß für alle Menschen. Und jeder erkennt, dass was er bekommt, dass er das, was er bekommt, er aufgrund seiner Drehzahl bekommen hat. Und nicht wegen irgendwelchen klugen Gefasel von anderen. Das war ein großer Schritt zu erkennen. Das war für uns beinahe, das ist für uns beinahe, das ist kaum zu fassen. Es ist auch für viele nicht zu fassen. Und viele wollen es auch nicht und sie haben Angst. Vor diesem Tag, wo das bekannt wird, dass jeder so vorgehen kann, ohne gleich mit anderen die große Abrechnung da zu starten. Vor diesem Tag fürchten sich 98% unserer Bevölkerung. Also die, die tonangebend sein wollen. Aber es setzt sich frei. Und dass das wirksam ist, erkennst du. Wenn ich jetzt schon in meinen Kommentaren, die ich ja erhalte, dann lese, oh Gott, wie haltet ihr das alle mit dem Schwindel aus, der erstmal kommt? Wie haltet ihr das aus? Das tut ja auch manchmal weh. Ja, entschuldige bitte mal, du hast dich in diesen ganzen Mist ja eingebohrt. Also wundert euch bitte nicht, dass es denn nicht so ganz leicht gemacht wird, da wieder rauszukommen. Aber unmöglich ist das nicht. Es ist eher unmöglich, in diesem Mist zu bleiben. Denn das hat einige Konsequenzen im Gepäck, an die du also wirklich nur mit Grausen denkst. Die meisten Menschen machen sich hier für einen Weitergang klar. Klar, die planen ihre nächste Route. Aber eben aufgrund der Drehzahl, mit der sie gerade unterwegs sind. Und da gibt es nicht immer allzu viel zu wählen, wenn das richtig in den Keller gerasselt ist. Dann hast du manchmal wirklich nur noch die Wahl zwischen Galeerensklave und keine Ahnung, Sklave da irgendwo in Ketten, irgendwo anders. Wenn das richtig, richtig eingekerkert, richtig, richtig geknebelt ist. Aber warum solltest du das tun? Offenkundig lebt zurzeit noch keiner so. Und warum sollten wir dafür sorgen, dass sie es demnächst tun? Du bist doch hier, um dich zu befreien und nicht um dich einzukerkern. Einige Menschen benehmen sich wirklich sehr, sehr garstig. Und ich kann mir vorstellen, dass sie demnächst einen Platz im System finden, von denen sie selber dachten, dass man die längst überwunden hat. Aber so lange, so, immer langsamer im Start. So weit sind wir noch lange nicht. Aber wir haben erkannt, dass wir uns von niemandem mehr knebeln lassen wollen oder müssen. Und wenn einige sagen, okay, jetzt das reicht mir, es ist ein bisschen zu viel des Guten, ich habe mich hier ein bisschen zu sehr in die Nesseln gesetzt, ja, dann befreist du dich davon eben wieder. Das kannst du ja. Aber lass dir doch nicht von allen anderen so ein Bullshit erzählen. Was ich gerade sagte, ich platze ja beinahe vor Lachen. Da hatte ich schon etwas bessere Laune gehabt, als jetzt gerade eben, als mir aufgefallen ist, wie viele Menschen noch an diesem alten Zeug da kleben. Es ist dramatisch. Sehr dramatisch. Und du bist in diesem Fall in einer ziemlich ernsten Gefahr, dass das Leben in den nächsten paar Wochen und Monaten für dich nicht sehr gemütlich wird. Aber warum solltest du das denn nicht anders gestalten? Das kannst du doch. Du kannst deine Drehzahl beschleunigen. Je nach Hinderungsgrund bist du ein bisschen langsamer, ein bisschen bedächtiger sein, aber um sozusagen keine schlafenden Hunde zu wecken. Andererseits haben die schlafenden Hunde vor dir mehr Angst als du vor ihnen. Und meistens stellen die sich nur schlafend und hoffen, dass du sie nicht weiter bemerkst. Das ist eine Erkenntnis, die du in dir irgendwie in deinen Kopf kriegen musst. Das, vor dem du dich fürchtest und das, vor dem, wovon du denkst, oh Gott, nein, das hat vor dir meistens noch mehr Angst als du vor dem. Weil der mit einer höheren Drehzahl kommt, ist immer mächtiger als die, die eine niedrige Drehzahl haben.
Und du kannst sicher sein, wenn du etwas begegnest oder jemandem begegnest, die eine höhere Drehzahl haben, haben die kein Interesse daran, deine kaputt zu machen. Das ist ein Spiel der Menschen gewesen in einem sehr niedrigen Bewusstseinszustand. Vergiss das nie. Der Wissenschaftler, der sich vor dir aufbaut und dir erzählen will, ja, ich habe das ja studiert, das ist doch sowieso alles nur Unsinn, der hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Denn der schlottert. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du dir noch jemanden X von Ufer machen kannst, wenn du längst begriffen hast, worum es geht. Du musst ihm deine Überlegenheit wirklich nicht aufs Brot schmieren. Das ist nicht notwendig, wirklich nicht. Lass ihn doch. Aber lass dir kein dummes Zeug erzählen. Übrigens auch nicht vor einem Arzt. Es kann sein, dass du zurzeit ärztliche Hilfe brauchst und darauf noch angewiesen bist. Das ist okay. Dagegen kannst du ja noch erst einmal, ist das okay, kann auch so weitergehen. Dafür bist du ja versichert. Aber erinnere deinen Arzt auch daran, dass seine Meinung zu deinem Körper völlig uninteressant ist. Das Einzige, was jetzt interessant ist, was er nun meint, was die Diagnose ergeben hat und was er nun glaubt, was möglicherweise helfen könnte und was du glaubst, was du jetzt wirklich dringend brauchst. Aber erkenne bitte deine Souveränität. Und nur weil der Arzt sagt, es wäre gut, wenn sie den und den Test machen können, dann haben wir mehr Klarheit und du das Gefühl hast, ich würde aber gar nicht wissen, brauchst du das auch nicht. Ich kannte meine Frau, da hat der Arzt dann gesagt, ja, es könnte sein, dass sie Brustkrebs haben. Wir wissen sie, aber wir lassen mal besser die Brüste abnehmen. Das wäre das Krankenhaus eine tolle Idee. Das kostet nämlich eine ganze Menge und die Krankenkassen hätten sich dann ein bisschen dran gestoßen. Und da hat die Frau, da saß aber mal im Krankenzimmer und wartete darauf, dass sie dann zur Operation gerufen wird. Und da sagt sie, warum eigentlich? Und ist aber weggegangen. Das ist mittlerweile 23 Jahre her. Sie lebt noch und hat immer noch keinen Brustkrebs. Ich hatte vorgestern eine Post bekommen, so von wegen, Frau Kanne, haben Sie schon auf sich auf Brustkrebs untersuchen lassen? Warum das denn? Ich bin gesund genug. Ja, aber wir wissen es ja nicht sicher. Ich sage, na, Sie vielleicht nicht, aber ich. Ja, das können Sie doch erst wissen, wenn Sie die Diagnose haben. Ich sage, ja, das ist mir neu. Es wird dringend an der Zeit sein. Und es ist die Zeit, die bricht gerade an. Dass wir anfangen, uns von einigen Sachen ganz gewaltig loszulösen. Und das Erste, was wir tun, hoffe ich doch, dass wir aufhören, irgendwelche Beweise einzufordern. Beweis das doch mal, beweis das doch mal. Wo sind denn da deine Beweise? Zum Donnerwetter, für meine Existenz brauche ich keine Beweise. Ich bin ja offenkundig da. Das war unser größter Fehler. Dass wir versucht haben, etwas Beweise zu fordern und dann wohl zu wissen, dass es sehr schwierig ist, etwas zu beweisen. Aber das hält die ganze Wissenschaft auf Trab. Die ganze Wissenschaft hat rote Ohren, rote Gesichter mit hochrotem Kopf beschäftigt, die Beweise alles zusammenzutragen und werden dafür fürstlich bezahlt, für diesen Schwachsinn. Ich meine, wenn wir die Wissenschaft nicht hätten, dann hätten wir jetzt einige Sachen nicht, die uns jetzt das Leben sehr erleichtern. Die Haushaltsroboter, die Flugzeuge, die Telefone, also etwas alles. Das ist doch prima, dass wir es haben. Also ich finde es dufte. Also ich brauche es wirklich, ich brauch die Technik. Und ohne Technik keine Wissenschaft und ohne Wissenschaft keine Technik. Das sehe ich ein. Aber ich glaube nicht, dass man sich dermaßen aufspulen muss. Mach dich nicht zu sehr abhängig davon. Ein paar, die zu Elite gehören, meinetwegen, die dann so, die wirklich sich sehr, sehr, sehr mit der Materie auskennen, die werden darin sicherlich herumtändeln und werden dann bestimmt auch Dinge herausfinden, die für uns alle sehr, sehr gut sind. Dagegen hat keiner was. Aber ein ganzes Volk für unmündig zu erklären, weil sie meinen, dass ihre Meinung so wichtig ist, dass es für alle anderen zu gelten hat, na, das wüsste ich aber. Uiuiuiui, da rotter das im Butterfass. Das habe ich doch gesagt. Du wirst eines Tages vor Lachen platzen, wenn du die Wissenschaftssendungen siehst. Es ist wirklich faszinierend,
dass ausgerechnet die Spezies, die anfängt, Raumschiffe zu bauen und davon träumt, ins All vorzustoßen, sich weigert anzuerkennen, dass es außer uns auch anderes Leben gibt. Darf ich dich fragen? Darf ich dich fragen, wie du so etwas nennen würdest? Naja, ein bisschen töricht ist das ja, ne? Ja, sag lieber, es ist eine himmelschreiende Dummheit. Es war nur ein wenig aufrüttelnd hier. Es ist wirklich faszinierend. Erhöhe deine Drehgeschwindigkeit und du siehst etwas mehr. Und ich möchte dir etwas sagen. Ich habe noch nie einen Außerirdischen hier im Wohnzimmer gehabt. Wirklich nicht. Ich weiß, dass es das gibt, aber bei mir mussten sie gar nicht erst klopfen, weil ich empfange sie ja sowieso. Also von was deren Informationen und Botschaften angeht. Was glaubst du denn, woher ich das alles weiß? Bin ich so klug? War ich das alles? Ich ganz allein? Ich habe euch das alles so erzählen können, weil ich so intelligent bin? Wow, Dagmar Kanne! Ja, Flöte piepen. Ich habe das nur gehört. Und ich habe es verstanden. Mehr nicht. Genau so, wie du das jetzt hörst und es vielleicht verstehst. Dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, auf irgendwelche lächerlichen, wenn man mal Annahmen zu bauen, die schon seit 2000 Jahren obsolet sind. Glaubst du doch nicht ernsthaft, dass ein einziger Mensch für das Heil der Welt verantwortlich ist und dass wir alle nur an Jesus Christus glauben müssen, damit wir alle von unseren Sünden erlöst sind? Wie lächerlich ist das denn? Aber es war betrüblich, dass wir damals Menschen hatten, die andere Menschen ans Kreuz genagelt haben. Und was für ein Bewusstsein hatten wir denn damals? Ein ziemlich schreckliches. Dann werden wir uns ja wieder rausschälen müssen. Also sehen wir uns heraus. Wer immer das wagt abzustreiten, ist ein Narr. Es ist nicht bloß, dass ich sage, ich habe diese Technik entwickelt und da müssen es jetzt sofort alle glauben. Verstehe mich bitte recht, ich verstehe das. Und ich tue es auch. Ich drehe mich daraus. Und wenn ich berichte, wie ich heute gesehen habe, dann weiß ich erst, wie dringend notwendig das ist. Nur Mut. Keine Panik. Und vor allen Dingen, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Du hast dich vielleicht in einige höllische Schwierigkeiten reinbegeben, das glaube ich dir. Aber du hast auch die Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Und glaub mir, als ich vorhin gesagt habe, der Wissenschaftler, der versucht, dich davon zu überzeugen, dass das, was er sagt, richtig ist und das, was du denkst, falsch ist. Und dass du dich auf gar keinen Fall alleine aus irgendwas befreien kannst, der lügt. Und der hat vor deiner Souveränität, dass du es nämlich doch tust, mehr Angst als deine Befürchtung, dass das alles doch eventuell nicht richtig sein könnte. Vergiss das bitte nie. In deinem Leben bist du am Drücker. Nicht auf Kosten der anderen, durchaus nicht, aber um alle anderen zu meiden, die in irgendeiner Weise deine Drehgeschwindigkeit verlangsamen würden. Ich komme immer wieder auf Drehgeschwindigkeit zurück und auf Schwingungserhöhung zurück, weil wir das alle tun im Universum. Wir drehen alle. Wir drehen alle. Vom kleinsten Wurm, vom kleinsten Einzeller, bis hin zur höchsten Erhabenheit. Es ist nur eine Unterschiedlichkeit in der Drehzahl. Der eine dreht schneller, der andere dreht langsamer. Ui. Wie soll ich das jetzt einer Wissenschaftlerin erklären, die mir gesagt hat, dafür gibt es aber gar keine Beweise? Als ich dann gesehen habe, dass Erich von Däniken wurde ja von den Astronomen, von den Wissenschaftlern, wurde er verlacht, er wurde gehasst. Das ist pseudowissenschaftlich und das ist doch ich als Wissenschaftler. Ich konnte mich dafür nur ekeln, das war ja widerlich. Ich als Wissenschaftler werde wohl besser Bescheid wissen als der da. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, Erich von Däniken muss vollkommen recht gehabt haben.
Sonst hätten ja nicht alle gegen sie aufgebracht. Nur was waren das denn für Gestalten, die alle gemeint haben, nee, nee, das, was er sagt, ist alles ganz falsch. Er hatte ganz einfach gesagt, dass früher natürlich intelligentes Leben auf unserer Welt gewesen ist, uns besucht haben und uns bei unserer Weiterbildung, bei unserer Entwicklung etwas behilflich waren. Mit anderen Worten, uns ein bisschen was gezeigt hat und auch vielleicht ein bisschen Informationen in uns eingespeist haben, mit denen wir dann besser leben konnten. Ja, und stimmt das etwa nicht? Offenkundig sind wir heute weiter als vor 2000 Jahren. Ich meinerseits habe eine Zentralheizung. Und muss nicht mehr Holz hacken, damit das Feuer in meinem Zimmer nicht ausgeht. Also das halte ich für einen Fortschritt. Der nebenher bemerkt, ohne die Wissenschaft nicht möglich gewesen wäre. Also ich verfluche nicht die ganze Wissenschaft, aber die Art und Weise, wie Wissenschaftler mit dem umgehen, was man hier Leben nennt, das ist eine Katastrophe. Angeblich die angeblich so fortschrittlich sein wollen, benehmen sich wie die letzten Idioten, wenn es darum geht, dass es neue Erkenntnisse gibt und offenkundig neue Geisteshaltungen gibt und neue Bewusstseinsstufen erreicht werden. Und ausgerechnet dagegen sträuben die sich. Das kann wohl nicht wahr sein. Ja, wieso, sagte jemand zu mir. Ich bin Wissenschaftler. Nein, ich bin Wissenschaftler. Ich bin Wissenschaftler. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jemand, der so herumtönt, am alten Weltbild stecken bleibt? Und das versucht zu beweisen, damit auch ja alle anderen da drin bleiben und er da irgendwie der große Zampano sein kann? 90% der Wissenschaftler sind so. Und vor diesem Tag der Entdeckung, dass das offenbar wird, dafür fürchten sich viele. Und damit sitzen die Wissenschaftler, die Kleriker und die Gazetten, die Medien und sowas alles in einem Boot. So unterschiedlich sie auch sein mögen. In einem Punkt ziehen sie an einem Strang. Das, was ich sage und noch ein paar andere dann ja auch vielleicht mit ein bisschen anderen Worten auch sagen, das muss unter allen Umständen diskreditiert werden. Das muss als falsch erwiesen werden. Das kann so nicht richtig sein. Nein und nochmals nein. Wir haben das und das und das, was ich sage oder ein paar andere noch. Das muss falsch sein. Das muss und muss und muss falsch sein. Was wird denn sonst aus uns? Da geht's los. Dass nämlich dass alle die gleichen Chancen haben. Nein, das sollte nicht sein. Aber wir haben sie ja nun. Und was diese Katze angeht, die ist aus dem Sack. Streitereien, Ärgerlichkeiten, drehe höher, auf jeden Fall. Es hat sich in meinem Leben so dermaßen bewährt und ich habe festgestellt, ich bin nicht die Einzige, die so vorgehen kann. Also offenkundig, wenn alle dann an einem Strang ziehen, jeder erhöht da seine Drehzahl, gibt es ja keine Schwierigkeiten mehr. Weil Probleme und Schwierigkeiten nur dann auftauchen können, wenn die Drehzahl entsprechend ist. Meine Kritiker wollen mir erzählen, sie seien so intelligent. Naja, schon klar. Es reizt manchmal zum Lachen. Wenn ich mich gerade eben nicht über eine wissenschaftliche Sendung so aufgeregt hätte, hätte ich mich jetzt gerade nicht wieder zu Wort gemeldet mit einem entsprechenden Temperament. Ich gebe es ja zu. Andererseits, die Leute müssen wachgerüttelt werden. Aber weil die meisten noch die Augen ganz fest geschlossen haben mit dem Ziel, nein, 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 ich fürchte mich davor so, was ist, wenn das ganz fürchterlich da oben ist? Oder wenn das ganz fürchterlich ist, da, wenn ich die Augen aufmache, kann ich dir eines versichern. Was immer da sich fürchterlich oder was immer sich da drohend von dir aufbaut, in dem Augenblick, wo du weißt, dass du hast eine höhere Drehzahl und du hast sie, weil du sie einfach haben willst, fürchten sich die Gegner vor dir mehr als du vor ihnen. Und die sind schneller verschwunden, als du sagen kannst, Bob ist mein Onkel. Noch bevor du sagen kannst, wer seid ihr überhaupt, da sind die schon verschwunden. Denn das wollen sie nicht, sich selbst auch noch von dir erklären zu müssen. Dafür fürchten die sich. Sie ruhen sich lieber auf den größten Mist aus, als dass sie das vor sich selbst vertreten müssen.
Und weil sie es nicht vor sich selbst vertreten, vertreten sie es auch nicht vor dir. Stattdessen bleiben sie bei ihrer lächerlichen Blase, die sie da selber da aufgetürmt haben, und schlagen jetzt ständig von dir den Respekt ein, von dem sie meinen, dass der ihnen zusteht. Aber von einem anderen Menschen steht dir niemals Respekt zu. Niemals. Eine gewisse Distanz und einen gewissen Respekt im Sinne von Abstand, ja. Du kannst ihm nichts antun und er dir auch nicht. Dazu ist die Entfernung zu groß. Aber bekriegen müsst ihr euch auf keinen Fall. Jeder, dem anderen den Krieg erklärt, ist fällig. Weil er dann nämlich eine Resonanz dafür hat, dass er seinerseits bekriegt wird. Das muss ja nicht von dir ausgehen. Jo. Das ist für alle die blöd, die uns Sicherheit versprochen haben. Nach dem Motto, ja, vertrau mir mal, ich schütze dich dann schon. Weißt du, was das heißt? Das heißt, wenn du sagst, oder wenn dir jemand sagt, vertrau mir mal, ich schütze dich dann, dass er dich deiner eigenen Schutzfähigkeit beraubt. Das heißt, er macht dich nicht fähig, dich selbst zu schützen. Er raubt dir dieses. Er raubt dir dein Bewusstsein. Nein, das darfst du nicht zulassen. Und wenn du das mal so mit dieser Haltung siehst, du platzt förmlich vor Lachen. Also irgendwie ja, dann du versuchst es dann zwar auch an dich zu halten, du versuchst es zu unterdrücken, so hihi. Dann kommt er wieder. Jetzt will er mir schon wieder erzählen, dass das unterschiedlich ist. Hihihi. Jetzt versucht er mir schon wieder Angst zu machen. Jetzt versucht er mir schon wieder zu erzählen, dass das und das fürchterlich ist. Das geht ja schon wieder los. Das Bild hängt schief. Aber alles, was da nicht mehr zugehört, was nicht mehr zu dir gehört, fällt raus. Das ist nicht zu verhindern. Ich danke dir fürs Einsehen. Ich danke dir für die Einsicht. Ich danke dir auch für den Mut. Du beweist Mut. Du beweist wirklich den Mut, allen anderen zu sagen, weißt du was, entschuldige bitte einmal, aber wenn du mir immer Angst machen willst oder mir immer noch ein schlechtes Gefühl geben willst, dann hopf und Gas. Ich brauche dich hier nicht. Und ich habe auch keine große Lust mehr, immer daran erinnert zu werden, was ich früher mal getan habe. Und mir irgendwas aufzählen zu lassen, was mal passiert ist, woran sich kein Mensch mehr erinnern kann. Es sei denn, wir wühlen das immer noch aus den Archiven hervor. Wozu denn das? Daran hat kein Interesse. Niemand. Keiner. Es ist eine hochstehende Lebensweise, ja. Hindert dich ja auch, einen anderen da Feuer unter den Hintern zu machen. Also du kannst jetzt nicht ankommen und sagen, hier Freundchen, du schuldest mir noch was. Nee, nee, der schuldet dir gar nichts mehr. Das Einzige, was du jetzt brauchst, ist eine hohe Drehgeschwindigkeit. Und wenn du meinst, dass du von jemandem noch was bekommst, dann kannst du mir sagen, du hör mal, kannst du eventuell, klappt das jetzt noch oder hast du das Geld, kannst du es mir zurückzahlen? Ja, soweit, ich habe nur das und das, ja, das ist dann erstmal gut. Hauptsache, du hast soweit alles, was du zum Leben brauchst. Aber vergiss bitte nie, dass jeder Mensch unter derselben Fittiche steht, unter dem du auch stehst. Er muss seine Drehzahl erhöhen. Und wenn er seine Drehzahl erhöht, dann kann er dir alles geben, was du meinst, was dir dazu steht. Aber versuch das nicht erst mit Klauen und Zähnen einzuklagen. Wenn jemand dir das Geld, wenn du, sagen wir mal, du hast jemand das Geld verliehen und jemand schuldet es dir, und derjenige hat wirklich Geld und könnte es dir locker zurückzahlen, und dann wäre er blöd dran, wenn er es dir dann nicht zurückzahlt. Das sollte man nicht tun. Also ich nehme stark an, er möchte sein Geld behalten und dann denke ich mal, will er es dir zurückgeben. Das wäre nämlich die größte Garantie dafür, dass er auch weiterhin Geld hat. Drehzahl. Auf diese Art und Weise wird unser Umgang miteinander erheblich freundlicher und erheblich wissender. Ich muss gar nicht mehr großartig allen anderen, was weiß ich, was an die Wand malen. Wo wir gerade an die Wand malen sind, da gibt es ja wirklich Zeichnungen, Wandmalereien von einigen.
Die sind ja wirklich, da sieht man ja geradezu, dass da einige da, die haben die Höhlenmenschen damals versucht, so, was sie da gemalt haben, das erinnert ja an Raumanzüge. So die Helme, die die Raumfahrer so aufhaben. Als Erich von Däniken es wagte, das mal kurz mal kurz darauf hinzuweisen: Oh, was war die Wissenschaft lügen? Wie kann man nur so unverantwortlich sein? Dabei sprang das doch ins Auge. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Nein, nein. Es kann auch sein, dass der Höhlenmensch einfach nur Langeweile hatte. Dann hat der Höhlenmensch auch nur Langeweile gehabt, als er da so einen Astronautenhelm gemalt hat. Kann doch sein. Kann doch sein. Weiß ich, wer das, was er gemalt hat, als er also wirklich einen Astronauten gemalt hat. Also die Astronauten, und da hat er so einen Astronautenhelm auf, und das ist für jemanden, der weiß, wie ein Astronaut aussieht, mit voller Montur, ist das nicht schwer, da einen Vergleich zu ziehen. Das ist eh das Gleiche. Aber das muss es ja nicht heißen, dass der Höhlenmensch das wirklich so gemalt hat. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass es was ganz anderes gewesen ist und wir leider noch nicht wissen, was das damit gemeint war. Und das UFO da im Hintergrund, das könnte auch was ganz anderes, als ganz anderes sein. Es könnte ja auch eine Art Qualle sein, die so aussieht wie ein UFO. Wisst ihr, diese fliegenden Untertassen machen in der Tat sehr, sehr großen Sinn, weil wenn der Bauart, die Bauart einer Flying Saucer, einer fliegenden Untertasse, wäre in der Tat von Aerodynamik her wirklich perfekt zum Fliegen. Aber ach bitte Leute, ich will mich jetzt immer so Quatsch nicht auslassen, weil es auch müßig ist. Aber ich würde es, sagen wir mal, in den Raum stellen, dass es möglich ist. Und ich stelle in den Raum, dass es möglich ist, dass eventuell in dem riesengroßen Universum es eventuell Menschen gibt oder ein Lebewesen gibt, die noch einen Hauch intelligenter sind als wir. Es könnte noch sein. Die Frage ist, warum sehen wir es dann nicht? Ach so, ja, okay, also ich möchte dazu sagen, dass dir nur etwas passieren kann, was auf deiner Ebene liegt, was für dich wahrnehmbar und erkennbar ist. Also eine hochtechnologisierte Energie, die also entwicklungstechnisch weit über uns steht, könnten wir nicht erkennen. Wir hätten sie vor 100 Jahren allenfalls ahnen können, als die ersten Science-Fiction-Romane auftauchten. Als die ersten Ideen auftauchten, das war so eine Vorahnung. Aber wussten könnten wir das nicht. Und hätte meine Großmutter denn vor 140 Jahren gewusst, dass mal irgendwann ein Mann auf dem Mond spazieren gegangen ist? Hätte sie auch nur das Fliegen möglich gehalten? Natürlich nicht. Was wusste sie denn von Flugzeugen vor 140 Jahren? Gar nichts. Sie war damals ein kleines Kind und spielte. Das hätte immer jemand sagen sollen bei der Jahrhundertwende. Dass es demnächst so sein wird, dass das alle fliegen können und fliegen können, wohin sie wollen, über den ganzen Erdrund. Und dass du praktisch nur 36 Stunden brauchst, um jeden x-beliebigen Punkt an der Erde anzuvisieren. Das hätte sie doch nie für möglich gehalten. Das größte Ausflugsziel war aber das 12 Kilometer entfernte nächste Städtchen. Das waren die einzigen Entfernungen, die wir uns damals vorstellen konnten. Und das ist 140 Jahre her. Soll ich mich jetzt über die halb totlachen, die diesen Bewusstseinszustand damals hatten? Und den ernsthaft diskutieren? Wohl kaum. Und ganz sicher nicht diskutiere ich keinen Bewusstseinszustand vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren mögen die Menschen gedacht haben, Jesus Christus ist das Heil der Menschheit. Vor 2000 Jahren ja. Aber heute, nach 2000 Jahren, sind wir wohl etwas weiter. Und erkennen, dass jeder Mensch seine eigene Drehzahl in der Regie hat. Und ich denke, das ist doch von einem erwachsenen Menschen, kann das doch nicht zu viel verlangt sein. Und das ist so ein Quatsch daran zu hören. Nach dem Motto.
diese ganzen Fantasiegeschichten, nein, nein, die gehören ja alle verboten. Ich bin ja Wissenschaftler. Nein, nein, nein. Was Menschen, also dann ja auch das, was ich sage, das gehört alles verboten auf den Scheiterhaufen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Nein, nein, er sei Wissenschaftler. Er weiß das ganz genau und so etwas geht auf gar keinen Fall. Das kann man doch der Öffentlichkeit nicht antun, so etwas zu sagen. Stimmt, das ist ja für ein dolles Ding, dass man der Öffentlichkeit antun, ihnen zu sagen, dass sie selber für ihr eigenes Leben verantwortlich sind. Ja, das ist natürlich unverantwortlich, sowas. Oh Himmel, kriegen die einen Ärger. Naja, okay, das ist deren Sache. Okay, dann danke ich erstmal fürs Zuhören. Ich danke euch. Alles Gute. Tschüss.